gut. So, gut. Ja. Ja, genau, so. Ihr reitet nur mal eine halbe Pirouette. Halbe Pirouette rechts. Schön rechts stellen. So, fleißig inneres Bein ran. So, das mach nochmal. Halbe Pirouette rechts. Erstmal ein bisschen weiter galoppieren. Locker, locker, locker lassen, locker lassen. So, ja. So, schöne tiefe Hand rechts stellen. So, und nicht zu klein. Nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und dann wieder zur Mittellinie. Nochmal. Reite so ein bisschen Richtung Bande und dann wieder zurück bis zur Mittellinie. So, und jetzt Richtung Bande reiten. So, und wieder zurück bis zur Mittellinie. Genau. So ist gut so. Immer so ein bisschen an so eine Arbeitspirouette denken. Mach das nochmal. Und sitzen bleiben. So, ja. Hol dir den Galoppsprung. So, und jetzt Richtung Bande und jetzt wieder Richtung Mittellinie. Gut so. Prima. Jetzt reizt du nochmal eine ganze Pirouette nach rechts. Schön rechts stellen. So, rechtes Bein ran. Rechtes Bein rechts abfangen, rechts abfangen. So, gut. Genau, so ja, prima. So, und jetzt machst du das nochmal. Das war eine schöne Pirouette so in der Arbeit. Und jetzt reizt du die Pirouette mal ein bisschen schneller rum. Ein bisschen kleiner und dann lässt du die Vorhand so ein bisschen schneller rumkommen. Gehst nochmal auf der Mittellinie. Bisschen Schulter hereingalopp, Schulter hereingalopp. So, und wenn die jetzt einfach vorne drehen, jetzt vorne drehen. So, jetzt dreh rum, 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 rum. Ja, genau, da fehlt so ein bisschen der innere Schenkel zum Schluss. Mal durchparieren zum Schritt und mal einmal die Züge lang. Also Pirouetten ist etwas, das liebe ich ja. Ich reite unheimlich gerne Pirouetten. Und ich habe das immer ganz gerne, wenn ich diesen Galoppsprung immer schön kontrollieren kann. Mal groß und mal so viel wie möglich Sprünge. Du musst nicht in 6 Sprüngen schon rum sein. Du kannst ruhig 10 Galoppsprünge auf der Pirouette reiten und jeden Sprung schön kontrollieren. Und wenn das Pferd nachher schön bei dir ist, dann kann ich nachher auch ein bisschen schneller rumreiten. Aber wenn ich das zu Hause immer mit zu wenig Sprüngen mache, in der Prüfung, da kommen die Pferde einen immer so ein bisschen zuvor und dann gehen sie zu schnell rum und dann geht so ein bisschen dieses Tragen im Galopp geht so ein bisschen verloren. Und deswegen habe ich immer ganz gerne, wenn man das so ein bisschen im Zeitlupentempo macht und dass man jeden Galoppsprung immer wieder erneuert und schön klein halten kann. Versuchen wir das nochmal einmal linke Hand. Noch einmal Galopp und dann gehen wir hier mal auf der Mittellinie. Ruhig der Schritt, ruhig, Schulter herein, ruhiger, längeren Zügel, längeren Zügel. Du kannst die Zügel, sobald du angaloppiert bist, kannst die Zügel aufnehmen. So, ruhiger, ruhiger der Schritt, so, so ja, so, genau. So, und jetzt galoppierst du an. So, und dann kannst du die Zügel nachfassen. So ist prima. Genau, so galoppiert es schön. Und dann reiten wir erstmal so ein paar halbe Pirouetten. So ist gut. Weiter galoppieren, galoppieren, immer schön im Galopp bleiben. So, ja, jetzt hast du die richtige Galoppade. So ist prima. Und jetzt so ein bisschen Richtung Hufschlag, Richtung Hufschlag, Richtung Hufschlag und zurück bis zur Mittellinie. So, ja. So, nochmal. Schön sitzen bleiben, Linksstellung. So, jetzt Richtung Hufschlag. So, so, genau und Richtung Mittellinie. Prima. Nochmal. So, jetzt versuchen noch ein paar Galoppsprünge mehr hinzukriegen. So, fleißig, aber so Zeitlupentempo. So, jetzt langsam, 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 langsam. So, so, super, genau. So, das war top, das war sehr gut so. Das machst du nochmal. So, schön, ganz ruhige Galoppade. Ein Sprung nach dem anderen. Abfangen, abfangen, so, so, gut, gut, genau, so, ja. Und jetzt reizt du mal eine große Arbeitspirouette. So, eine ganze. So, Linksstellung. So, fleißig, ohne schneller zu werden. Abfangen, abfangen, weiter. Galopp, galopp, so, abfangen.
klein galoppieren, so, gut, gut, und locker lassen und rausgaloppieren. Prima, so ist gut. Jetzt mal, bleib mal im Galopp. Gut, so, und jetzt gehst du nochmal auf der Mittellinie und jetzt reizt du mal eine kleine Pirouette und jetzt reizt du vorne ein bisschen schneller rum. So, ja, einfangen, so, und jetzt klein, so, und jetzt einfach rum vorne, rum, 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 rechtes Bein, linkes Bein, gut, so, prima, so ist gut. Lass mal die Zügel so ein bisschen länger werden, mal abstrecken lassen. Ja, das ist nicht schlimm. So, ja, und mal locker galoppieren lassen. So ist prima. Mal ganz lang lassen. Gut so. Prima. Jetzt parierst du mal durch zum Trab. Und einmal Schritt. So. Okay, Thomas, hör mal ein bisschen los.